ist mein erster Schultag. Ich freue mich schon. Morgen, Selina. Was ist das denn? Ja, ich habe mal wieder Lust auf was Süßes. Ich dachte mir so, ich backe mal was Leckeres, oder? So, guck mal, ich habe da drin auch schon was gebacken. War nicht der Plan, dass wir so ein bisschen weniger Zucker und so? Ja, das ist, ach, das wird alles überbewertet. Und ich habe halt jetzt Hunger auf was Süßes. Ich habe auch so leckeren Sirup und so geholt, weil du magst ja immer nicht so normales Wasser. Deswegen habe ich mir gedacht, und das sieht auch ganz lecker aus, genau. So. Okay. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal... Ach, ist auch egal. Du Mama, kann Janis heute herkommen? Nein, heute nicht, Selina. Aber warum denn nicht? Nein. Ich hab doch heute den ersten Schultag und... Oh, also Selina, heute... Nein, heute nicht. Du hast außerdem Hausarrest, so. Oh, ja, du hast ja heute eine Laune, ey. Selina, nicht am frühen Morgen. Ich kann das nicht ertragen momentan. Geh einfach in die Schule, bitte, ja, und... Dann flaum du mich doch nicht an. Hunger. Warum bin ich eigentlich immer zu spät? Mama, ich mache jetzt los. Warte, Selina, dein Pausenbrot, also dein Essen noch für die Schule da oder so. Da sind Kekse drin. Ja, das geht doch auch. Oder du isst doch gerne süß und sonst, keine Ahnung, kauf dir was oder so. Ne, viel Spaß, tschüss. Oh, irgendwie, ich bin so müde, ey. Ich habe gar keine Lust auf Arbeit. Da und ich hatte heute endlich mal wieder einen richtig schönen Schultag. Mama? Ja. Mama? Alles gut? Was, Selina? Oh. Du schläfst sonst nicht tagsüber? Ja, ich bin müde. Ist das in Ordnung? Nee, ich musste ja heute schon Kekse essen zum Mittag. Das hat mir schon gereicht. Ja, ich habe übrigens noch den Kuchen von heute Mittag und auch Brot. Bananenbrot habe ich gebacken, kannst du gerne essen. Kann ich dir jetzt ein bisschen was erzählen? Also ich hatte einen echt coolen Tag und die Leute in meiner neuen Klasse sind auch super nett gewesen zu mir und ich habe echt total gut Anschluss gefunden. Und Melina hat halt auch überhaupt nichts gesagt, auch in der Pause nicht mehr. Also ich glaube, die hat ihre Lektion echt. Hörst du mir zu? Selina, mir geht's halt irgendwie nicht gut. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Ich glaube, das Essen war nicht so gut. Okay. Ja, hast du Hausaufgaben auf? Nein. Ja, dann tu noch ein bisschen lernen, ja? Und genau, ich gehe erstmal noch mich frisch machen. Ja, toll, dass Mama sich so sehr mit mir mitfreut. Ich dachte echt, das ist ihr irgendwie wichtig, aber ja, nicht, dass sie krank ist oder so. Ein bisschen gereizt. Ich weiß überhaupt nicht, was da los war und durfte Janis nicht mal mitbringen. Naja, dann lerne ich jetzt halt noch ein bisschen. Selina, wo ist deine Tupperdose? Ich habe dir doch gesagt, du sollst die immer direkt in die Küche bringen und sauber machen. Entschuldigung, Mama, ich bringe die dir gleich. Ja, weil das... Selina, mich nervt das einfach nur, dass ich euch immer alles hinterher tragen muss. Also bitte bring die in die Küche und tu die am besten auch gleich aufwaschen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Ich gehe jetzt übrigens erstmal einkaufen. Ich muss noch ein paar Dinge besorgen, ja? Bis dann. Ciao, Mama. Die hat ja eine Laune. Ich glaube, ich bringe die Tupperdose gleich mal rüber. Ansonsten passiert hier vielleicht noch was. Oh, Tür. Was denn? Die ist zwar ganz süß, aber also, mir passt sie nicht. Eine Babymütze? Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Das würde ja wirklich einiges erklären. Oh nein, ich will doch kein Geschwisterchen mehr und bin doch eigentlich auch schon total alt. Ich will es nicht, aber warum sagt mir denn keiner was? Und dann jetzt diese... Das kann nicht sein, aber... Ich glaube, Mama ist schwanger. Selina, mein Schatz, ich bin wieder da. So, alles gut? Mhm. Bei dir so? Ja, ich war gerade einkaufen und mir geht's auch schon besser. Ich habe jetzt nicht mehr so Bauchschmerzen. Was ist das? Süß, oder? Ach, die habe ich selber gemacht. Ist die nicht niedlich? Guck mal, die Farben, so ein kleiner Babykopf. Ach, das ist so süß. Aber mir passt die nicht, Mama. Nee, Selina, dir passt die nicht, aber im Babylein passt die. Richtig süß, oder? Also, guck mal, die Farben so. Mama. Ja, da kriege ich gleich wieder so. Oh, ist das süß. Guck mal, so klein. Mama, so kann ich rausgehen? Kann ich gehen jetzt? Nein, Selina, du gehst. Ich habe dir gesagt, du hast Hausarrest. Boah, ey.
Ja, Nisha, du hast bestimmt noch einiges für die Schule zu tun. Nein, hab ich nicht, Mama. Selina. So süß. Ach, das ist... Das wäre schon niedlich, so ein kleines... Mann, ey, das kann doch nicht sein. Das kann sie doch nicht ernst meinen. Ich meine, also ganz ehrlich, die sind doch mit mir schon vollkommen überfordert. Was wollen sie denn mit noch einem Kind? Ich kann sie jetzt nicht einfach so drauf ansprechen. Ich bin mir ja noch nicht ganz sicher. Nicht mehr wissen, was sie da eingekauft hat. Vielleicht ist das auch für das Baby. Ich muss mir das jetzt angucken. Ich muss mir das angucken. Mama? Ah, bist du hier? Das kann doch nicht ernst sein. Hier ist ein Strampel drin. Ein Schnuller? Und dann auch noch alles in rosa? Ey, wenn, dann will ich doch einen kleinen Bruder und keine kleine Schwester, aber... Ich muss Papa anrufen. Ob der das überhaupt schon weiß? Das gibt's doch einfach nicht. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Papa. Oh, dass der auch überhaupt nicht ans Telefon gehen kann. Mann, das nervt. Ich muss das Papa doch erzählen. Der weiß das doch bestimmt noch überhaupt gar nicht. Oh Mann. Ach, wie süß. Ja, alles in rosa. Natürlich, das ist das Mädchen. Da muss alles in rosa sein. Oh Gott, wenn ich schon an die kleinen Hände und die kleinen Füße denke. Ich hab doch gewusst, sie ist definitiv schwanger. Ja, was heißt du? Ich dachte so an Daisy. Daisy ist doch ein süßer Mädchenname, oder? Ja, das bitte ist was? Niedlich. Das ist doch ein Name für einen Hund. Und oh, die Mama. Du bist jetzt vollkommen durch. Oh. Oh, ist das süß. Ich könnte den ganzen Warenkorb voll machen. Oh, ich könnte am besten alles kaufen. Oh, das Beistelltisch. Das Beistellbett ist auch süß. Oh, gut, ich kann jetzt nicht so viel holen, aber so ein paar süße Klamotten sind schon. Was, die haben Ausverkauf? Oder muss ich auch noch mal hin? Okay. Mache ich direkt los. Selina, ich mache noch mal ganz kurz los. Ich bin eine halbe Stunde wieder da, ja? Ich bringe auch irgendwas zu essen mit oder ich koche da noch was. Ja, ist gut, Mama. Bis dann. Ich weiß genau, dass sie jetzt schon wieder Babysachen einkaufen geht. Ich brauche eigentlich auch mal wieder neue Klamotten. Aber Hauptsache, das Baby hat erstmal alles. Ernst? Die kauft echt schon fürs Baby ein. Die kauft doch jetzt nicht. Warum kauft die denn jetzt schon alles ein? Der ganze Warenkorb hier ist voll. Boah, nee, ich muss sie drauf ansprechen. Das geht doch nicht. Sie kann doch nicht einfach... Oh, Mann, Mama. Boah, ey, Mama, ist es jetzt dein Ernst? Das sind meine Süßigkeiten. Musst du die jetzt auch noch wegfuttern? Ey, Selina, das ist für uns. Und na, ich hab momentan ja, halt einfach... für uns. Was heißt denn für uns? Ich hab halt einfach momentan gelüstet. Es hat gerade gern Süßes. Ja, Mama, das merke ich schon. Es ist mir aber auch vollkommen egal, ob du gerade... Guck mal, die ist fertig. Ich muss nur noch hier unten. Die kann man hier zubinden. Mama, kannst ist du mir süß, vielleicht oder? Mal zuhören? Was kannst du mir Selina? Einfach mal zuhören? Ich merke schon, dass ich hier an zweite Stelle rücke. Und ich merke auch schon, dass sie überhaupt... komplett egal ist, wie es mir geht, wie es in der Schule war. Aber das ist doch noch nicht mal da. Warum kümmerst du dich nur noch darum? Ja, weil... Ja, nein, Selina, das tut mir leid, dass ich dich nicht gefragt habe. Aber ich freue mich halt so. Guck mal, das ist doch total süß, so ein kleines Babylein. Hast du mit Papa schon darüber gesprochen? Der Papa muss doch davon nichts wissen. Da wird es schon genug erfahren. Papa muss davon nichts wissen? Natürlich muss Papa davon wissen. Der wird es schon genug erfahren, wenn er es dann sieht. Das ist doch süß. Ich werde ihm das schon erzählen, wenn er wieder da ist. Mama, was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht... Ich will kein Geschwisterchen mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr wichtig für dich. Geschwisterchen? Natürlich Geschwisterchen. Selina, ich bin doch nicht schwanger. Ja, ich weiß doch nicht, du machst hier eine Babymütze und da ist ein Haufen Babyzeug und ach, du hast die ganze Zeit Süßigkeiten und du bist schlecht. Ja, genau. Ich weiß, es ist gerade echt viel Süßigkeiten. Aber das liegt einfach daran, dass es einfach alles so viel Stress ist mit deinem Mobbing und dein Papa nicht da. Mama, und warum momentan machst du irgendwie denn das? Ja, weil... Ach, Mensch...
Du weißt doch, meine Arbeitskollegin, meine beste Freundin, die kriegt ein kleines Mädchen und die ist schwanger und ich freue mich so. Und weißt du, ich werde Patentante und da muss ich natürlich und ich freue mich einfach so, weißt du? Und deswegen dachte ich mir so, ich mache so eine kleine süße Mütze und ich bin Patentante. Das ist... Wieso? Oh. Hast du echt gedacht, ich bin schwanger? Ja, ich wollte es nicht glauben, aber es hat alles darauf hingedeutet, dass du schwanger bist. Und deshalb. Selina, ich bin 49, als ob ich noch ein Kind krieg. Ja, ich nein, ja nicht. Also ich muss sagen, es wäre zwar schon süß und ich habe auch schon den Gedanken, aber dafür bin ich zu alt mit deinem Papa. Das wird nichts mehr. Und ihr seid nämlich auch schon mit mir überfordert. Ja, das stimmt, hast du recht. Nein, Selina, um Gottes Willen. Und wenn, dann hätte ich euch das doch schon längst erzählt, als ob ich das meinem Mann und meiner Tochter verwehren könnte, wenn ich schwanger wäre. Das hat mich auch echt ganz schön gewundert. 100. Nein, Selina, die Kinderplanung ist abgeschlossen. Da brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Aber war ich jetzt echt so schlimm in letzter Zeit? Schon ein bisschen. Oh, es tut mir leid, Selina. Also schlimmer als sonst. Ja, dann erzähl mir doch, wir machen uns jetzt... Ja, ich leg das jetzt mal beiseite. Weißt du, ich habe mich einfach so gefreut, aber... Ja, du hast recht. Du darfst nicht an zweite Stelle rücken. Und wir reden jetzt erstmal über deinen Tag und morgen kann Janis kommen, okay? Okay. Hättet ihr Mama Zufall erstmal gefragt oder auch zuerst mal die Lage abgecheckt? Schreibt's mal in die Kommentare.